und zwar die Legaturen heute in Form von Daniel hier vertreten, sind vor einiger Zeit auf uns zugekommen und haben gemeint, dass sie uns gerne unterstützen wollen, dass sie uns gerne helfen wollen und einen kleinen Imagefilm oder einen kleinen Werbefilm oder wie auch immer, ein kleines Filmchen für uns, vielleicht nochmal kurz Pause, für uns drehen wollen. Und ja, wir wollen nächste Woche diesen Film veröffentlichen und haben jetzt einen kleinen Ausschnitt davon mitgebracht, wollen euch den zeigen und wollen euch natürlich dann auch darum bitten, dass ihr den nächste Woche verbreitet und groß verkündet und vielleicht Daniel noch ein bisschen was über die Legaturen und was ihr so Tolles macht, neben Film für die DigiGuess machen. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass du da bist und für uns den Film machst. Ja, gerne. Hallo, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier noch kurz bei euch sein darf. Also, ja, wir hören es schon immer im Hintergrund. Es will sich in den Vordergrund spielen. Also folgendes. Ich bin Daniel von den Ligaturen. Ligaturen ist ein kleines Netzwerkbüro für Grafik und Video. Und wir haben uns gegründet im letzten Jahr und haben uns auf die Fahnen geschrieben, gesellschaftliche Akteure und Organisationen halt zu unterstützen, halt mit unserem Know-how. Wir sind, kommen eigentlich aus dem theaterwissenschaftlichen und filmwissenschaftlichen Hintergrund und sind aber eben stark praktizierend im grafischen Metier und halt eben auch im Film. Und mein Kollege Björn, der ist leider erkrankt, der lässt sich entschuldigen. Liegt leider auch mit Fieber im Bett. So, schöne Grüße auf jeden Fall und gute Besserung. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir auf die DigiGuess zugegangen sind und uns gefragt haben, wie kann eigentlich eine bestimmte Form von ja, zielgruppengerechter und zeitgenössischer Ansprachstrategie für die DigiGuess halt sein. Und haben uns dann halt überlegt, dass wir gerne tatsächlich einen kleinen, ich würde es nicht unbedingt Imagefilm nennen, ich nenne es immer gerne Porträt, ein Porträt zu machen, in dem die Aktivitäten und die ja, die Aktivitäten halt der digitalen Gesellschaft e.V. halt tatsächlich mal einmal kurz umrissen werden anhand von verschiedenen Statements, die wir dort von verschiedenen Mitgliedern, die wir interviewt haben, zusammengeschnitten haben. Und vor allen Dingen, was wir dann halt gemacht haben, ist eine kleine Rahmengeschichte dazu zu erzählen. Und das konnten wir zusammen machen mit zwei großartigen Akteuren, nämlich zum einen der Schauspielerin Jaela Probst, die jetzt gerade auch leider nicht hier sein kann, weil sie gerade eine Premiere in Essen hatte, weil sie ist dort neu im Ensemble, im Schauspiel dort. Und Anselm Belder, das ist ein Kameramann, der von der DFFB. Und mit denen konnten wir tatsächlich eben diesen Film realisieren, der jetzt insgesamt tatsächlich seine stolze Länge von 5 Minuten erreicht hat. Und heute können wir, genau, haben wir euch einen kleinen Teaser mitgebracht, der ein bisschen über 1 Minute geht und wenn wir wollen, können wir uns den einfach mal anschauen. Und genau, nächste Woche am Dienstag, am 11. Oktober, geht das ganze Ding online und da kann man eigentlich nur sagen, teilen, 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 aufmerksam drauf machen und genau, so weiter. Dann haben wir mal drauf. Life. Digital life. Warm. Digital life. Warm.
Jo. So viel Applaus für einen Teaser. Hervorragend. Genau, 11. Oktober ist es soweit. Genau, wir werden das Ganze auf YouTube kippen und auch auf Vimeo. Und genau, teilt es, liked es, kommentiert es, verbreitet es, die frohe Kunde. Und die Musik geht übrigens genauso geil weiter.